Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu MatheBock, wenn MatheBock macht. Heute zeige ich dir, wie du eine Winkelhalbierende konstruieren kannst. Wenn du konstruieren hörst, dann weißt du ja, darfst du eigentlich nur den Zirkel oder das Lineal benutzen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du immer das Lineal rumschleppen musst, sondern du kannst auch das Geodreieck benutzen. Das ist ja ein besonderes Lineal. Allerdings müssen alle Konstruktionsschritte, die du mit dem Zirkel ausgeführt hast, erkennbar bleiben. In der heutigen Aufgabe hast du einen Winkel alpha gegeben und die Aufgabe lautet, du sollst dazu eine Winkelhalbierende konstruieren. So, gehen wir also frisch ans Werk. Du sollst die Winkelhalbierende konstruieren. Naja, und das Erste, was jeder eigentlich machen würde, ist mal gucken, naja, wie groß ist denn der Winkel eigentlich? Naja, hier geht er durch. Das sind eben dann 50 Grad. Und jetzt könnte natürlich man auf die Idee kommen, naja, dann zeichne ich einfach mal einen Winkel innen drin mit 25 Grad. Das ist aber bei der Konstruktion natürlich nicht erlaubt. Wir brauchen jetzt den Zirkel. Denn wir brauchen zwei Punkte, jeweils einen auf den beiden Schenkeln, die von dem Scheitelpunkt gleich weit entfernt sind. Also wir strechen in den Scheitelpunkt ein, wie groß du den Zirkel einstellst, völlig wurscht. Hauptsache du kriegst zwei Punkte, die gleich weit entfernt sind. Die markieren wir jetzt mal. Und diese beiden Punkte, die bilden zusammen mit dem Scheitelpunkt ein gleichschenkliges Dreieck. Das deute ich jetzt mal an, indem ich einfach die Grundseite hier gestrichelt einmale. Jetzt weiß man natürlich von so gleichschenkligen Dreiecken, die sind achsensymmetrisch und zwar zur mittelsenkrechten der Grundseite. Die wird auch durch den Scheitelpunkt, also den Punkt an der Spitze von diesem gleichschenkligen Dreieck, durchgehen. Ja, wie man eine. Mittelsenkrechte konstruiert habe ich dir schon in einem Video gezeigt. Guck es dir gerne nochmal an. Ich habe es dir oben verlinkt. Wir stechen in einen der beiden Punkte ein, einen Kreisausschnitt zeichnen, dann in den anderen Punkt einstechen, auch einen Kreisausschnitt mit dem gleichen Radius zeichnen. Diese beiden Ausschnitte, die haben zwei Schnittpunkte, die werden markiert und jetzt durch eine Gerade verbunden. Und wie du siehst, die zeichnen tatsächlich durch den Scheitelpunkt durch und die Gerade, die du jetzt gezeichnet hast, die ist automatisch dann die Winkelhalbierende von Alpha. Und dann sind wir schon fertig. Schauen wir uns noch mal alle Schritte an, die zur Konstruktion der Winkelhalbierenden notwendig waren. Als erstes Mal hast du um den Scheitelpunkt einen Kreis oder einen Kreisausschnitt so gezeichnet, dass der eben mit jedem Schenkel einen Schnittpunkt hat. Diese Schenkel sind. Diese Schnittpunkte sind natürlich vom Scheitelpunkt, dadurch dass du einen Kreis drumherum gezeichnet hast, gleich weit entfernt und bilden zusammen mit dem Scheitel ein gleichschenkliges Dreieck. Von so gleichschenkligen Dreiecken weiß man, die sind achsensymmetrisch und zwar zur Mittelsenkrechten der Grundseite und wenn du jetzt also eine Mittelsenkrechte durch die zwei gefundenen Punkte aus dem ersten Abschnitt zeichnest, dann hast du automatisch auch die Winkelhalbierende des Winkels Alpha konstruiert. Zum Schluss möchte ich dich noch auf meine Playlist zum Thema Kreise und Geraden hinweisen. Wenn es dir gefällt, gib es gerne weiter, auch an Leute aus anderen Klassen oder von anderen Schulen. Es wird mir sehr helfen. Natürlich freue ich mich auch über jeden Kommentar, jedes Like und jeden Hinweis, welche Videos ich noch für dich aufnehmen kann.